Der Albtraum beim Updaten von WordPress-Plugins ist, dass irgendetwas schief läuft und du kein aktuelles Backup hast. Was du in diesem Fall tun kannst und wie du das Update eines Plugins rückgängig machen kannst, ohne ein Backup dafür zu benötigen, das zeige ich dir in diesem Video. Mein Name ist Andreas Stocker, ich bin dein Webdesign-Coach und ich helfe dir bei der Umsetzung, bei der Optimierung und beim Betrieb deiner Webseite. Wenn du mehr von mir hören und sehen willst, dann drück auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke daneben, damit du informiert wirst, wenn es etwas Neues von mir gibt. Mehr von mir findest du auch auf www.webdesign-coach.com. Und jetzt geht's los mit dem Video. Vielleicht hast du es auch schon einmal erlebt, dass du ein WordPress-Plugin aktualisiert hast und dann dieses Plugin plötzlich eine Fehlermeldung anzeigt und du kommst dann darauf, gerade in diesem Moment hast du kein Backup gemacht, weil du vielleicht gedacht hast, das ist nur ein kleines Plugin, da kann ja nicht sehr viel passieren. Was man in diesem Fall tun kann, wenn man kein aktuelles Backup gemacht hat und einen Fehler hat und trotzdem wieder den Fehler weghaben möchte oder zurücksteigen möchte, das zeige ich dir jetzt. Und so habe ich hier ein Beispiel des aktuellen Anlasses mit einem Plugin, das auch einen Fehler verursacht, wenn ich es aktualisiere. Und das werden wir in dem Fall auch mal tun. Das heißt, ich werde hier dieses Plugin Post-Snippets aktualisieren. Und wenn wir zu unserer Wartungsseite zurückkehren, dann haben wir genau das Problem, dass hier ein Fehler auftritt. Wenn man jetzt ein wenig im Internet recherchiert, dann kommt man auch wirklich drauf, dass dieses Plugin aktuell einen Fehler hat, dass es auch vom Plugin-Anbieter erkannt wurde und versprochen wurde, in nächster Zeit ein Update bereitzustellen. Nur, was mache ich in der Zwischenzeit, bis das Update kommt? Oder was mache ich, wenn der Plugin-Hersteller gar kein Update in nächster Zeit anbietet? Dann habe ich diesen Fehler, der hier zum Glück nur im Backend auftritt, aber es könnte noch schlimmer sein und der Fehler könnte auch im Frontend auftreten. Wie gesagt, wenn ich jetzt ein Backup hätte, dann könnte ich das Backup zurückspielen, aber manchmal will ich gar nicht ein komplettes Backup zurückspielen, um diesen Fehler zu beseitigen, oder manchmal habe ich vielleicht auch kein Backup. Und da möchte ich dir jetzt ein Plugin vorstellen, mit dem du ein Plugin wieder auf eine ältere Version herstellen kannst. Und dazu gehe ich hier auf meine Plugins und installiere jetzt ein neues Plugin. Der Vorteil an dieser Methode ist, dass du das Plugin auch noch installieren kannst und das Plugin auch noch wirksam ist, wenn du das vorher noch nicht installiert hast. Das heißt, erst wenn der Fehler auftritt, kann man das Ganze dann auch machen. Und dazu suche ich jetzt nach dem Plugin, das nennt sich Rollback. Und das ist auch das WP Rollback. Das habe ich in dem Fall bei mir jetzt schon installiert. Aber wie gesagt, du kannst dieses Plugin auch dann erst installieren, wenn der Fehler auftritt. Sinnvoll ist aber, wenn du es in einer WordPress-Installation bereits installiert hast. Und ich gehe jetzt hier auf meine installierten Plugins. Ich gehe jetzt zu dem Plugin, das den Fehler verursacht hat. Das ist hier das Post-Snippet. Und jetzt sage ich einfach Rollback und bekomme jetzt Versionen angezeigt, die davor verfügbar sind. Aktuell habe ich jetzt die Version 3.16 installiert, die den Fehler verursacht hat. Die vorige Version, die noch keinen Fehler hat, ist die Version 3.5. Diese installiere ich jetzt, indem ich hier anklicke und einfach sage Rollback. Die Informationen der Plugins, und deshalb funktioniert es auch im Nachhinein, holt er sich aus den WordPress-Repository, das heißt die Versionen, die dort gespeichert sind, auf die kann man jederzeit im Nachhinein noch zugreifen. Das heißt, er holt sich hier die Daten nicht aus einem Backup deiner Webseite, sondern er holt sich wirklich die Originalversion zurück, die du dann installieren kannst. Und ich klicke einfach auf Rollback. Ich kriege noch einen Hinweis, dass ich auch vorher ein Backup machen sollte, das in dem Fall auch sinnvoll wäre. Das heißt, wenn du ein Backup-Programm hast, was ich annehme, dann solltest du, bevor du das Rollback machst, auch noch ein Backup machen und dann wirklich sagen Rollback auf die vorige Version. Wir sind jetzt wieder zurück und wenn ich jetzt auf die Plugin-Seite gehe, dann ist der Fehler auch wieder weg und ich habe die vorige Version meines Plugins wiederhergestellt und jetzt auch keinen Fehler mehr auf der Webseite. Du siehst also, das ist wirklich eine einfache und schnelle Möglichkeit, um ein Plugin, das beim Update fehlgeschlagen ist, wieder rückgängig zu machen und Fehler von der Webseite wegzubekommen. Dennoch empfehle ich dir, kümmere dich bitte immer rechtzeitig darum, dass du auch ein Backup machst. Und wenn du nicht weißt, wie das richtig funktioniert, ein Backup in WordPress zu erstellen
und es auch im Notfall wiederherzustellen, dann sieh dir auch mein Video dazu an, wie du ein Backup mit Updraft machst und auch wieder mit einem Restore herstellen kannst. Und jetzt hoffe ich, dass du dieses Plugin nicht so oft brauchen wirst.